Herzlich willkommen zur nächsten Folge. So, da wären wir wieder. Hat ein bisschen gedauert, offline muss ich sagen. Ich glaube, ich habe den ganzen Tag oder so dran gesessen. Beziehungsweise einen halben Tag, aber das ist schon fast gefühlt wie der ganze Tag mit Unterbrechungen dazu gezählt. Aber wir sind endlich da angekommen, wo ich hin wollte. So, erster Punkt, wir haben ein bisschen mehr Geld dazu gemacht. Wir haben immer ausgegeben, dazugegeben und so weiter. Dann, wir haben, gehen wir mal rein, einmal, die Miliz ist gefühlt fast ungefähr zweieinhalbfacht. Ich glaube, wir hatten vorher 150 oder so, habe ich in der Aufnahme gesehen. Unser Wohlstand ist um fast 1000 plus gestiegen. Unser Essen, da ist immer mal Schwankungen. Da muss ich auch noch gucken, wie das jetzt bleibt, nachdem alles fertig ist. Weil davor hatte ich ziemliche Probleme mit Essensversorgung, weil wir haben halt nur zwei Bauernhöfe, nenne ich jetzt mal so Bauernhöfe, Dörfer, die uns mit Essen versorgen. Ansonsten passiert alles halt über Handeln. Und da alle anderen gefühlt alles von uns geklaut haben, weil eigentlich gehört die Burg, eigentlich, oder Dörfer ein paar, bräuchten wir, weil wir haben nicht mal eine Burg und die haben auch, die Burg haben immer drei verschiedene Dörfer und das ist eigentlich die Versorgung immer. Und die haben wir nicht. So, und das ist das Problem, das heißt, wir sind eigentlich unterversorgt, aber ich habe die alle hochgeballert, deswegen haben wir jetzt gerade eine bessere Versorgung. Was ich machen könnte, wäre die Garnison zu verkleinern, aber das ist gerade ein bisschen gefährlich, da ich ja nur eine Stadt besitze und das möchte ich nicht so gerne. Und es sollte eigentlich möglich sein, je höher der Wohlstand ist, desto mehr sollte auch Essen produziert werden oder hier verkauft, weil dann auch mehr Leute hier sind. So, jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir gerade plus 2 haben, aber das ändert sich hier mit jedem Tag immer mal mehr, mal weniger. Und falls der Punkt wieder ankommt wie davor, wo ich dreimal gefühlt 0 Essen hatte und dann richtig selber handeln müsste und nicht, dass sie es alleine geschissen bekommen, dann hole ich mir wahrscheinlich den einen Mod, weil viele sich darüber beschweren, dass es immer noch nicht gefixt ist. Aber das werden wir dann sehen auf dem Weg mit den ganzen Aufgaben und so und dann nebenbei vorbeischauen und dann, wenn es zu wenig ist, machen wir den Mod rein. Gut, was kann ich noch erklären? Genau, Stadt haben wir fertig, komplett, also wirklich komplett, komplett. Boah, ja. Hat ein bisschen gedauert auch, wie ihr schon seht zum Beispiel. Warte mal. Erst habe ich natürlich die Bonusse, die auf Stufe 3 da sind. Das kennt ihr ja schon, das auch. Das habe ich auf 3 gemacht. Dann, das war normal schon. Das habe ich auf 3 gemacht. Das habe ich auf 3 gemacht. Das hier auf 3 gemacht. Das hier, das hier, das, das. Und dann kann man jeden Tag auswählen, was man boosten will. Den Wohlstand erhöhen, damit man mehr Einnahmen hat durch Steuern und alles mögliche, also mehr Geld. Man kann natürlich die Miliz erhöhen, damit wir mehr Miliz produzieren. Das ist gut, wenn wir zum Beispiel einmal verteidigt haben oder mehr Miliz wollen. Da wir gerade aber Essensknappheit haben, machen wir das noch nicht, sonst würde ich eigentlich das immer machen. Und dann haben wir auch noch die Treue und Treue der Siedlung steigern. Das Ding ist, wir sind so eine gute Führungskraft und halten uns gerade so gut daran, dass wir die Treue automatisch schon auf 100 hatten. Auch vor dem Cut sozusagen, im letzten Part meine ich damit. Und genau das gleiche auch mit der Sicherheit, weil wir auch eine fette Garnison jetzt haben. Das ist nämlich der Vorteil. Dadurch, dass die Sicherheit auf 100 ist, habe ich gerade gemerkt, bevor ich das weiter erzähle, das ist das Letzte und das machen wir deswegen, damit wir mehr Essen haben. Zurück zum Thema. Dadurch, dass wir Sicherheit 100 haben, sind bei uns fast gar keine Banditen, auch keine Verstecke. Seitdem ich das geklärt habe und die Sicherheit auf 100 gesprungen ist dadurch auch, sind hier fast keine Banditen, weil die haben Schiss, hier vorbeizukommen, weil natürlich alles hier so gesichert ist durch die ganzen Garnisonen und Patrouillen. Imaginär vorstellen Patrouillen, deswegen ist hier niemand. Oder sehr selten laufen die von da irgendwie hin, aber dann verpissen sie sich wieder. Also hat Sicherheit schon sehr Vorteil. Wenn man das nicht hat, kommen halt mehr Banditen dahin. Und auch mehr Raubüberfälle auf deine Dörfer und so weiter. Weil dann ist nämlich der Essensweg, womit sie handeln, wie hier Schweineherstellung und hier Holzherstellung, dann abgebrochen. Habe ich auch sehr viel drüber gelesen, über Google und im Spiel. Junge, Junge, habe ich viel nachgelesen. Genau, so, dann haben wir das fertig. Dann die Festung. Was kann ich noch zeigen? Gefangene haben wir immer noch 198. Okay, ist mehr geworden. Ich weiß nicht woher, aber wir haben mehr Gefangene. Okay, dann muss ich ein paar wegnehmen, sonst fliehen die. Ja komm, nehmen wir mal die besten weg. Javal-Rekrut, damit habe ich nichts am Hut. The fuck? Wo kamen die denn her? Wer hat die hier reingetan? Etwa Kemel oder was, wo er gehandelt hat? What the fuck, wieso bringt er hier einen Gefangenen? Okay. Ja, die wollen die anscheinend überfallen. Ja, genau, die wollen die überfallen. Okay, ganz einfach, die schmeißen weg, weil die mag ich nicht, weil die haben keine so guten Stats, sage ich mal so. Was noch? Wir holen jetzt die besten Units hier weg. Das heißt, den Banditen nehmen wir mit, den Banditen nehmen wir mit. Was brauchen wir noch? Dann abgehärteter Armbrustschütze, das ist die letzte Stufe. Nee, Scharfschütze ist der letzte. Dann 9 Einheiten müssen wir noch mitnehmen. Dann nehmen wir den noch mit. Und natürlich Reiter. Reiter sind das Wichtigste für mich. Haben wir noch mehr Reiter? Nö. Jetzt sind wieder 180, das lassen wir auch so drin, weil die können uns wie auch immer unterstützen. Vielleicht verkaufe ich die auch irgendwann, weil wir müssen jetzt gerade nicht mehr herstellen. Wir brauchen eigentlich Platz. Das heißt, da muss ich nochmal nachschauen. Genau, jetzt gehen wir einmal zurück und verkaufen jetzt die billigen Gefangenen, weil die brauche ich nicht, ganz ehrlich. Das ist nämlich der hier,
Waldbanditen. Will ich die haben? Die haben 150 Bogenschießen und eine gute Rüstung. Dafür, dass sie Ranged Troops sind. Deswegen, der Waldbanditenanführer, der ist gut. Der Bergbanditen, naja. Nahkampf besser, aber nicht wirklich das, was ich haben will. Gut. Eigentlich muss ich die Banditen loswerden. Ja. Sieht nicht so gut aus. Damit sonst. Genau, so will ich das jetzt lassen. Das sieht besser aus. Yep. Die Pferde nochmal nach oben ziehen, weil wir wollen nur Reiter haben. So, wunderschön. Okay, wunderschön ist das nicht. Ich habe doch nicht perfekt geordnet, aber ist mir auch scheißegal jetzt. Ich will es nur ausprobieren. Gut. Haben wir noch Platz in unserem Top? Genau, das wollte ich auch noch zeigen. Wir haben jetzt 437 Truppengröße, weil ich auch Gesetze erlasst habe. Das muss ich auch nebenbei machen, damit das auch besser wächst und alles, oder wie meine Vorstellung ist, bevor ich das alles weitermache. Die zeige ich gleich nämlich. Dadurch haben wir 60 Truppen mehr, nur durch ein Gesetz. Aber ja, hier sind unsere Einheiten. Wir haben ein paar genommen, ein paar weggemacht. Und wir skillen die gerade Stück für Stück hoch, damit wir sie auch in die Garnison abgeben als bessere Hinus. Und dann nehmen wir wieder die schlechten zurück. So ist jedenfalls der Plan. Genau, und so. Was fehlt denn noch? Zeigen Rangliste. Ja, ich habe ein paar Turniere gemacht. Hier sind wir schon bei 250. Nebenbei, die in der Nähe waren wie hier oder da. Weil ich musste ja auch handeln. Was noch kann ich zeigen? Was kann man noch zeigen? Genau. Bei der Festung, das habe ich schon gezeigt. Ja, wir haben ein eigenes Versteck. Im Sinne von einer Truhe. Ah, noch was, genau. Wir haben jetzt schon 99 Verhältnis mit dem und dem, weil wir haben viele Aufträge gemacht mit denen. Im Sinne nicht Aufträge von solchen, sondern Schmieden, aber das war nur ein bisschen immer. Sondern wir haben ja hier zum Beispiel Handwerker. Wir haben hier einen Händler, noch einen Händler und das sind Bandenanführer, also Gauner in unserer Stadt. Und wenn man zum Beispiel hier reingeht, das habe ich auch herausgefunden, aber durch eigenes Handeln, weil ich mal ausprobieren wollte. Wenn wir jetzt Alt drücken, ihr seht ja unsere Werkstätten, die habe ich auch verändert zur Brauerei, weil die kann nämlich Getreide machen und Bier. Uns fehlt ja richtig hart Essen, deswegen Getreide herstellen macht automatisch Essen, also es ist ein Muss. Schreinerei hat sich gut verkauft und macht Holz, habe ich auch gelassen. Und dann, jetzt probiere ich gerade Silberschmiede aus, wegen teure Gegenstände verkaufen. Und dann hoffe ich damit Umsatz zu machen. Bis jetzt macht das Umsatz. Genau. Und letztes Mal, wisst ihr noch an dem Part, hier war so rote, ich sag mal so Assassinen, Diebe oder Gauner-Symbol. Ja, mit denen kann man was machen. Die, die ich immer komisch angesprochen habe. Du kannst die nämlich sagen, hier, red nicht so mit mir und dann ist ja automatisch Fight. Dann tötest du die und dann kannst du nämlich die Gasse oder übernehmen. Dann musst du einen Companion reinmachen, der Gauner-Level Minimum 30 hat. Dann kannst du deinen eigenen Gauner haben. Ich weiß nicht genau, was das bringt. Jemand hat mal gesagt, glaube ich, ganz kurz habe ich nur was darüber danach nachgeschaut. Er hat gesagt, man kriegt Geld. So, wahrscheinlich erpresst man selber dann die Leute. Und das wollte ich ja nicht, weil es ist ja meine Stadt. Deswegen habe ich die leer gelassen und dadurch hat man mehr Sicherheit. Und deswegen sind hier gerade gar keine Gauner. Die könnten wiederkommen, aber dann töten wir die wieder. Und wenn man die Gauner-Ecken befreit, kriegt man richtig viel Zuneigung von den Händlern, also die normalen Bewohner. Bei denen natürlich ein bisschen Minus, aber nicht zu viel. Und falls wir für die ein paar Missionen machen mit Schmiede oder einfach so Missionen, die nicht böse sind, dann können wir die immer bei Null halten, also nicht als Feinde. Easy. Leider habe ich keinen Weg gefunden, die einfach abzumuxen. Hätte ich gerne gemacht. Wirklich, Rechtsklick, hey, du bist mein Feind, weg mit dir. Ging irgendwie nicht. Das finde ich ein bisschen schade, dass man nicht so die Möglichkeit hat, wirklich zu jedem zu sagen, ich töte dich jetzt. So diese freie Entscheidung. Aber vielleicht gibt es ja einen Mod dafür. Aber vielleicht beim nächsten Mal. Gut. Jetzt habe ich genug erzählt, glaube ich. Holy shit. Genau, und dann können wir jetzt hier rausgehen, denn wir wollen ja die Story fortmachen. Aber davor will ich noch zeigen, unser Charakter ist jetzt voll ausgelevelt. So lange wie die Zeit verging, denn wir haben schon fast ein ganzes Jahr durch, fast zwei. Genau. Und ja, das hat richtig lange gedauert. Genau. Was kann man auch sagen? Vlandia wird stärker in der Zeit. Also die kontrollieren sehr viel, wenn ihr Diplomatie sehen wollt. Hier. Das ist unsere Stärke. Garius ist immer noch am Arsch. Der kann sich nur ganz leicht hochkämpfen. Der kämpft immer noch gegen Vlandia. Und Vlandia, ihr müsst mal gucken, 17 Burgen. Die sind komplett krank. Die haben auch sozusagen unsere Burgen weggenommen, die in der Nähe waren. Deswegen haben die so viel Essen und alles. Die und südliches Imperium sind gerade die stärksten hier überall. Also wirklich, das ist echt krank. Was kann ich noch sagen? Genau. Die Gesetze, die ich gemacht habe. Die ganzen Dinge habe ich durchgelesen. Die hatten wir von Anfang an, Feudalerbe und Burgbrecht, dann habe ich diese hier eingeführt. Königliche Wache. Der Herrscher unterhält einen angenehmen Wachtrupp, bla bla bla. Truppgröße erhöht sich um 60, aber dafür geht mein Einfluss, geht der Einfluss von Clans, die nicht herrschen, 0,2 Tag pro Tag weg. Ist wenig und das sind halt die, die nicht in meinem Clan sind, die herrschen, ne? Also alle nicht Clan
Dann. Die Herrscher, der Herrscher hält doppelten Einfluss durch Söldner, falls sie was Gutes tun. Und nicht herrschende Clans kriegen 10% weniger durch Schlachten. Also mehr für mich der Ruhm oder allgemeine Steigerung. Genau das gleiche hier, das Privileg, wenn ich irgendwie sage, ich entscheide doch dafür, obwohl die anderen alle das wollten, dass man 20 weniger Einfluss dafür bezahlen muss, ne? Das königliche Privileg halt. Jagdrechte habe ich extra gemacht, damit die Nahrungsproduktion hochgeht, weil ich hatte wirklich, wie ich schon sagte, 0. Und das musste ich machen, die Loyalität ist eh 100, sogar mit dem Minus ist es egal. Und dann das hier, königliche Aufträge habe ich genommen. Wegen Einflusskosten vom Herrscher, also von mir um 30% gesenkt, Armee zu erstellen und zu herrschen, 30% günstiger. Und alle, die nicht... Und alle Adligen, die nicht ich sind, sozusagen, brauchen 10% mehr Einfluss, um das zu machen. Also für mich ein bisschen alles leichter und für alle, die versuchen, mich irgendwie wegzudrücken mit der Macht oder zu stürzen, die haben es ein bisschen schwerer. Gut, das war's eigentlich so. Mehr kann ich nicht erzählen. Ja, das wär's wirklich, genau. Ja, ah nee, doch. Ich habe eine Karawane gemacht und das macht jetzt der Kemel. Ich weiß nicht, ob wir das im letzten Part schon gesagt haben, aber ja, der macht das gerade mit 30 Leuten. Der ist zwar nicht so gut darin, aber hey, er macht Umsatz irgendwie. Ich weiß nicht wie, aber er macht. Hier seht ihr den Umsatz von den jetzigen Stand, genau. Hier ist das Ansehen und das war's eigentlich. Genau, wo ist der überhaupt gerade? Ah, da oben. Ja, moin. Davor war er die ganze Zeit hier am Rumgehen, jetzt ist er da lang gegangen. Auch nicht schlecht. Hier wird belagert. Zum zweiten Mal. Okay. Ja. Mehr haben wir eigentlich nicht, wirklich. Jetzt habe ich, glaube ich, den ganzen Update-Stand gezeigt für euch. Und jetzt können wir endlich die Story. Wofür ich hier den ganzen Tag gesessen habe, nur damit wir die scheiß Story sicher machen können. Nicht, dass wir einfach dann gestürzt werden, dann ist die Story sozusagen vorbei. Ein Bad Ending. So, ich bin schon gespannt, was jetzt passiert, ey. Das Königreich offiziell ernennen. So, Asagos, da wären wir. Speichern wir unter neuen Stand. Genau. Hier sind auch spezielle Safe States, die ich benannt habe, weil... vielleicht was Wichtiges passiert, dass man sich auch erinnert, was da passiert ist. Da gab es viele. Gut, dann haben wir das. Arena haben wir nichts. Taverne, der Ausgestoßene. Ne, den brauche ich nicht. Karawanwache, ich habe schon voll. Ja, das war's. Okay, gut, rein da. Dann reden wir mit dem. So, als Erzfeind des Imperiums bin ich bereit zu verkünden, dass ich das Drachenbanner besitze. This will make a great impression. It will attract allies, but also probably make you new enemies. Are you sure you're ready? Boah, okay. Also theoretisch, ich habe Angst davor, dass wenn ich jetzt drücke, ja, ich bin bereit, dass auf einmal alles, was imperial ist, sofort instant Feind ist. Dann muss ich gefühlt vor jedem Schiss haben. Aber das andere könnte natürlich auch sein, oh, Vlandia ist eh sowieso gerade im Kampf gegen die. Ey Junge, willst du unser Kumpel sein? Dann sage ich so, ja klar. Dann haben wir einen starken bei mir und einen starken bei denen und dann zwei schwache bei denen und mich sozusagen klein, aber nicht schwach. Gut. Am zweiten Tag. Boah, Alter. Lol. Was für eine Cinematic, ey. What the fuck? Ich frage mich, wie die andere Story-Seite wäre. Boah, das muss ich vielleicht mal privat spielen. Mit vielleicht mehr Mods oder so. Ja, moin, da ist es. Das sieht so cool aus, ne? Geiles Drachenbanner und so, aber der Stat ist so billig, genauso wie damals. Und ich glaube, der Stat ist auch sogar zufällig, dass wir einfach nur einen beschissenen Stat bekommen. Deswegen holen sich alle auch einen Mod, um den höher zu machen. So. Aktualisiert, aktualisiert, aktualisiert. Abgeschlossen. Quest fehlgeschlagen, natürlich. Oh, das ist Geräusch, wenn man nicht schafft, okay. Schwächt das Imperium aktualisiert. So, nun gut. Das Drachenbanner in euren Händen gibt euch als Rächer der Verbrechen des Imperiums und dessen Nachfolger zu erkennen. Nun zieht los und reißt euer Schicksal an euch. So, jetzt ist er verschwunden. Jetzt ist die Frage, wo ist er denn? Schwächt das Imperium heute. Kein Ablaufdatum. Damit der endgültige Niedergang des Imperiums beginnt, sollte es weniger als 4 Siedlungen kontrollieren. Sobald das der Fall ist, kann ein anderes Königreich zur vorherrschenden Macht in Caladia werden. Also muss sozusagen die Gesamtzahl von allen Imperialen unter 4 liegen. Also Garius ist schon unter 4. Und genauso wenig, glaube ich, die Pinken, wenn die nichts zurückerobert haben. Ihr habt einen anderen Pfad gewählt. Okay. Ja gut, aber jetzt die Frage,
Wo ist der jetzt hin? Wo ist der jetzt hin? Das ist die Frage. Warte mal. Clan. Hier nicht. Hier auch nicht. Königreich. Diplomatie. Bis jetzt noch nichts. Oder? Genau, ich bin mit niemandem im Krieg. Aber ich kann einen Krieg in Betracht ziehen. Mit 150 Einfluss. Davon habe ich genug über die Zeit, die ich da was gemacht habe. Das heißt, eigentlich sollte ich gegen den Krieger sagen. Weil der ist das leichteste Ziel für mich. Ah, der hat aufgehört, mit Vlania zu kämpfen. Die haben Frieden geschlossen. Die kämpfen auch nicht. Die kämpfen jetzt gegen Vlania, deswegen war Stille. Die kämpfen immer noch gegen Pink. Finde ich immer noch gut, dass sie die wegballern. Pink hat 6 Städte. Oh. Und 7 Burgen. Ich dachte nicht, dass sie so viele noch haben. Scheiße, die haben sich ein bisschen zurückgekämpft. Okay. Dann zuerst den wegschlachten. Der ist auch in der Nähe. Da haben wir vielleicht auch mehr Macht und alles. Neue Gesetze gibt's nicht? Nö. Gibt's nicht. Genau. Okay, alles klar. Dann bin ich ja mal gespannt. So, einmal die verbessern. Und jetzt verlassen wir. Gut, ich mache einen neuen Stand, damit wir einen... Okay, einen davor, einen danach geht nicht, weil das hat jetzt automatisch gespeichert. Ein bisschen scheiße eigentlich. Aber egal. Nehmen wir so mit. Ich weiß jetzt nicht, was mit dieser Istiana passiert ist, sondern kurz mal gucken hier. Vielleicht mit ihr reden? Boah, das könnte gefährlich werden. Okay, wir haben ja gespeichert. Wir speichern hier. Genau. Und dann gehen wir jetzt kurz dahin. Ich will mal mit ihr reden, wenn möglich. Aber ich glaube, das geht gar nicht, weil er ist auch verschwunden. Da bin ich ja mal gespannt, was gleich passiert. Ist ein langer Weg dahin, aber gut. Boah, das sind Seeräuber. Die wissen auch nicht, wohin. Die wollen eigentlich da durch, geht aber gar nicht. Da ist auch ein Turnier, okay. Da ist immer noch ein das versteckt, das ist voll verbuggt. Nee, die ist nicht mehr hier drin, ja. Ja, die sind verschwunden, die Quest-Leute. Ja, den will ich nicht, ne. Na gut. Warten wir kurz für das Turnier, weil das nehmen wir jetzt mit. Das wäre dumm, das einfach hier liegen zu lassen, weil jetzt gibt es auch bessere Items. Weil ich habe sogar einen coolen Cape bekommen und Schulterplatten des Kriegsfürsten. Das war auch selten. War zwar nicht das Beste, gar nicht, aber hey. Oh mein Gott. Yep, ganz genau. Das snacken wir kurz schnell. Zu wenig Speed. Oh, nicht werfen. Du Sau. Der muss weg. Was war? Zack. Der ist down. Das Pferd ist richtig scheiße. Sehr schön. Das wäre kaum Manöver, ey. Das braucht 10 Jahre, bis es sich wendet bei der Geschwindigkeit. Oh, der Arkor. Rein da. Oh. So. Dann haben wir das. Sehr schön. Endlich mal wieder ein Krieg. Krieg, sage ich schon. Ein Kampf. Das ist schon ein bisschen länger her. Zwar habe ich ein paar Turniere gemacht, die sind aber wirklich schon länger her. Boah, wann kommt die nächste Belagerung, ey? Ich glaube, die Männer sind auch schon die ganze Zeit am Warten. Seit einem halben Jahr nichts los, außer kleine Banditen und Turniere. Ich glaube, wenn die erste Belagerung kommt, die sind gefühlt wie Berserker, so blutbeschmiert. So, jetzt muss es gehen, endlich mal. Gut, dann haben wir das. Dann gehen wir auf dem Weg auch zurück. Genau, ja. Reiten wir zurück. Kemel kommt jetzt zurück. Nice. Bringt da irgendwas mit? Wird um 3 erhöht. Ja, siehst du. Das war sogar mit dem, der Banditenanführer ist. So, was hat der Kemel für Einsatz gemacht? Karawane hat 276 Umsatz gemacht. Gar nicht so schlecht. Ja, gar nicht so schlecht. Wir haben eine Goldquelle. 50? Woher das denn? Euer Verhältnis zur Honoration in einiger eurer Siedlungen hat sich dank eurer hohen Treue verbessert. Oh, das ist auch wichtig, die Treue hochzuhalten, wa?
Handwerker können ihre Produkte nicht in Lageta verkaufen. So, hier ist sowieso nichts los. Na gut. Hier können wir kaufen. Wir haben schon ein volles Level Vertrauen, deswegen dürfen wir alles kaufen. Das brauchen wir aber gerade nicht. Dann würde ich gerne noch einmal mit dem reden, was er gerade zu sagen hat. Da, das ist mir egal. Wie ist die Lage? Ah, so wie am Anfang. Ja, hat sich auch nichts verändert, wa? Oh Mann. Na gut. Haben wir irgendwas zum Handeln oder zum Kaputtmachen? Je nachdem. Ja, den hier. Komm. Wer braucht noch einen guten Helm? Hier, bitteschön. Den weg. Das ist echt gefühlt der MVP-Helm, ey, der andere. Den kriegst du so kostenlos und hat 46 direkt. Sehr schön. Dadurch, dass wir auch den vollen Skill haben, entwickeln sich die Einheiten so fucking schnell, ey. Wenn wirklich was passiert. Ich will nicht wissen, wenn ich eine Belagerung machen würde, wie viel XP die machen würden, dass sie Doppelsprung oder so haben. Das wäre echt heftig. So, reden wir mal kurz mit dem Schmied. Mit dem haben wir wie viel Zuneigung schon? 82. Komm, reden wir mit dem. So. Ich habe gehört, ihr ein Problem. Das kann man so sagen. Ich schufte von früher. Festpreis verkaufen, wenn eine andere Preise hoch sind, verdiene ich immer das Gleiche. Wie kann ich helfen? Ihr könntet dieses Gesetz ändern, mein Herr. Wir wären euch alle sehr dankbar. Und wir uns auch mit 2000 erkenntlich zeigen würden. Wenn ihr 60 Fässer Oliven an meine Kontaktperson Penton, der Baumeister, liefern könntet, eine Weile überleben. Ein Dekret erlassen, die Beschränkung des Warenverkaufs aufzuschreiben. Alter, kostet 50 Einfluss. Ah, ne, mach ich jetzt mal nicht. Ich habe nämlich keine Ahnung. Da müsste ich Doppelsafe machen. Um zu wissen, ob wirklich ein Gesetz erlassen wird. Und ich weiß ja nicht, welches Gesetz er meint. Also, nicht anrühren. Manchmal ist es am besten nichts zu tun. Gut, damit haben wir das fertig. Dann sollten wir anfangen, ich glaube, Garis den Krieg zu erklären. Der hat ja keine Burgen mehr, oder? Der Garius? Nee, der Garius hat keine Burgen mehr. Die hat alle. Die Vlandia haben alle weggenommen. Aber er hat noch zwei Städte und die will ich haben. Am besten zuerst die, dann haben wir sogar ein Handelnetzwerk. Weil die produzieren Kühe, das ist automatisch Fleisch und Milch. Aber Milch gibt es im Spiel nicht direkt. Und die machen Getreide. Oh, das ist sehr wichtig. Das heißt, das hat genug Essen und das hat zu wenig Essen. Dann können die schön tauschen. Geilo. Und was produzieren die hier unten? Getreide, Pferde, Getreide. Okay, das ist die Essensstadt pur mit noch Fischernetzen. Holy shit. Okay, also müsste das ganze Essen hier gekauft werden und hierhin verlagert werden. Gut zu wissen. Na gut, dann. Ich glaube, einen anderen Feind gibt es sowieso gerade nicht. Und wenn ich jetzt nicht was mache, ist Spielstillstand schon wieder. Also wollen wir das natürlich nicht. Na gut. Ja, die anderen, die kann ich nicht besiegen. Die sind zu groß. Ich muss erstmal seins klauen, damit ich wenigstens drei Städte habe. Leider null Burgen. Und dann muss ich weiter gucken. Wir müssen vielleicht danach sogar ein paar Heiratsaktionen durchführen, damit unser Clan wächst. Beziehungsweise auch Nachwuchs da ist. Und zweitens auch vielleicht ein paar Companions, Truppen organisieren lassen. Genau. Das wäre eigentlich das Leichteste. Weil wir brauchen mehr Macht im Sinne von Größe. Oder ich hole mir den Mod, den ich sowieso wollte. Von wegen alleine bis zu 1000, 2000 Einheiten führen. Weil ich finde es irgendwie dumm, dass man dafür 10 Leute braucht, nur um eine 1000 Einheit zu führen. Weil ich lieber der alleinige Herrscher bin. Ja gut, dann. Sind die hier in der Nähe? Nee, sind sie nicht. Okay, pass auf, dann gehen wir schon mal in die Nähe. Aufklärungsmission. Aber wir müssen noch warten. Unsere Karawane ist gerade auf dem Weg. Und wenn die da... Stimmt, unsere Karawane ist dann in Gefahr, ne? Oh, da ist einer. Da ist einer. Man hat sogar drei. Doppelt Getreide. Holy shit, okay. Ah, was machen wir jetzt? Wo geht die Karawane hin? Scheiße, die ist noch da, ne? Holy shit, die haben 1200 Verteidiger. Die Garnison plus die Miliz ist schon 800 bis 800 bis 900. Und dann sind da noch ein paar Adlige. Und hier ist ja noch einer von denen. Kann ich von hier aus schon sehen, wie viel die haben?
Kann ich nicht, okay. Noch mehr scouten. Oh, scheiße. Natürlich, weil das die letzten zwei Orte sind, macht er natürlich komplett voll die Sau. Scheiße. Noch zu weit entfernt. Oh, lol. Da sind Rebellen. Was sind das für Rebellen da drinne? Okay, muss ich mal versuchen. Warte mal. Hinterher. Da ist er. Will den anklicken. Komm, reden wir mal mit ihm. That's close enough. Who are you? Ich wurde von den Bewohnern von Ortizia erwählt, sie in den Kampf gegen die Tyrannei anzuführen. Ah! Ich könnte die Rebellen anheuern. Das sind die letzten Rebellen, oder was? Genau, die anderen zwei sind tot, den kennen wir noch nicht. Und der ist jetzt zum Fürsten geworden, okay. Die Rebellen von Ortizia, aber die kommen da halt nicht mehr hin, wa? Interessant, okay. Aber gut, hier ist weniger los. Das Problem ist, wenn wir hier zuerst angreifen würden, könnten die Gegenangriff da oben machen. Wir müssen erst wirklich das nächste Ziel ausschalten, bevor etwas überhaupt passiert. Stahlschildbanner, geilo. Start will ich haben. Ah, das ist nicht schlecht. Nehmen wir mit. Ist auch nicht so, nicht so teuer, würde ich mal sagen. Ist ein bisschen seltener, deswegen ein bisschen teurer. Genau, das Gegenteil also. Lol. Gut, dann haben wir den. Und dann machen wir, glaube ich, den Angriff. 1200 Einheiten. Also ich weiß, wenn wir bessere Units haben, können wir auch gewinnen, ohne wirklich 1200er Streitmacht zu haben. Den gönne ich mir da hinten. Weg mit dir. So, der zweite. Weg mit ihm. Sehr schön. So kommen wir schnell an, haben mehr Damage. Sehr gut. Für jetzt, ja, genau. The day is ours, ey. Holy shit. Und jetzt ist er nicht mehr dein Tag. Weg mit dem. Gut, warm gemacht haben wir uns. Jetzt können wir anfangen zu planen, wie wir oben die Stadt einnehmen. Wir können für eine kurze Zeit natürlich auch mehr Leute kontrollieren. Aber da muss ich nochmal gucken. Weil die würden sich dann moralisch auflösen, gefühlt. Gut, reiten wir zurück. Und dann versuchen wir das Beste irgendwie zu erreichen. Der Vizier-Rebellen-Clan wurde vernichtet. Noch ein Clan wurde vernichtet. Junge, was ist gerade hier los? Alter, zwei Clans direkt aneinander, ja, vernichtet. Da ist noch ein Turnier. 974 gerade, weil ein paar weggegangen sind. Okay, jeder Adlige hat knapp 100 Einheiten. Zwischen 100 und 60 immer, Minimum. Der ein bisschen größere hat immer 130, 150. Und wenn dann Krieg ansteht, machen die schnell mehr. Oder die kommen zusammen. Das heißt, wenn ich 5 von denen sehe, haben die schon 500 bis 800er Stärke. Und dann auch noch die belagern mit 900. Boah, das wird schwer, du. Holy shit. Wenn ich meinen ganzen Companions Truppen abgeben würde, würden die 90 haben. Das habe ich schon mal getestet. Das heißt, wir könnten 90, 180, 270, 360. Okay, aber wobei, nee, der ist ja weg. Der müsste die Karawane aufgeben. Erst dann kann ich ihn benutzen. Oder ich suche jetzt Companions. Suchen wir mal. Aber ich will eigentlich nur gute Companions haben. Weil ich brauche keine schlechten. Olive der Wissende. Baukunst schießen und das. Wieso ist er geizig? Ah, vielleicht sollen wir mit ihm reden, ne? Vielleicht kann er doch was zum Beitrag machen. Aber irgendwie eigentlich habe ich mehr Bock, alleine das zu machen.
Wirklich so richtig der ganz große Herrscher, der gefühlt eine 100.000 Macht befohlen hat. Ja, irgendwie habe ich darauf mehr Bock. Ja, dann würde ich mir den Mod wahrscheinlich holen. Dann machen wir vielleicht gleich nach dem hier einen Cut. Mal gucken, wie ich mich da gleich entscheide noch. Weg mit hier. Weil in Viking Conquest habe ich das auch so gespielt eigentlich. Alleine eine ganze Herde und dann meine Offiziere waren in meinem Trupp. Und dann war das schon automatisch so, dass es sozusagen wie, als wenn die auch kontrollieren würden. Fand ich auch besser, weil dann war das sozusagen so spezielle... Aua. Spezielle Trips. Weg mit dir. Das ist unser. Den kriege ich. Doch nicht. Den getroffen. Weg mit dem Pferd. Weg mit dir. Tja, das arme Pferd, aber dafür gibt es heute Fleisch, wa? Zu der Zeit. Weil, warum sollte man es verschwenden? Gut, und rein da. Der goldene Helm, der gehört mir. Weg mit dir. Und der letzte Fight. Vipon. Okay, Vipon. Let's go. Schön. Okay, so schön war es nicht. Er hat nicht mal getroffen, dass ich nicht mal einen Block machen konnte. Na, egal. Zorn der Winde ist da. Easy peasy. Gut, dann machen wir das auch kaputt. Ich brauche das ja nicht. Oh. Was freigeschaltet? Was haben wir freigeschaltet? Ach ja, natürlich, weil ich ja so viel auch geschmiedet habe, habe ich ein bisschen mehr freigeschaltet. Aber bis jetzt immer noch keine Dreierklinge. Also ich habe noch nie in meinem Leben so einen langen Grind gesehen. Aha, hier ist ein Griff jetzt. Cool. Ich habe echt das Gefühl, man muss erst alle Stufe 2er freischalten, bevor man endlich in Stufe 3 bekommt. Das ist echt krank. Also Schmieden, es geht viel zu langsam, meiner Meinung nach. Wenn dein Skill-Level schon max ist, sogar wenn wir XP-Mod benutzen, aber dennoch, und wir immer noch keine Stufe 4 oder 5er haben, obwohl wir auch eine Klinge benutzen, die sogar das Material hat, das ist ein bisschen komisch. Aber gut, dann. Wir wissen, wir brauchen Minimum eine Streitmacht von 1000 Männern. Weil wenn hier die Belagerung schon 100% erfolgreich sein sollte, plus auch Verteidigung, brauche ich 1000 Männer. Weil die Miliz wird zerstört sein. Sind alles Gefangene. Dann muss ich meine Garnison, also meine Truppen da reintun als Garnison. Das ist, glaube ich, je nachdem wie viel Upgrade da drin ist, zwischen 500 bis 700 Männer. Dann den Rest noch selber behalten. Und dann kommen noch die vielleicht von außen bekämpfen. Boah. Okay, pass auf, dann gehen wir mal zurück. Genau. Wobei, ich könnte hier schon ein paar mitnehmen, wa? Ja, stimmt echt. Okay, gut, dann machen wir das so. Gut, dann speichere ich hier ab und dann würde ich sagen, Leute, sehen uns einmal nach dem Cut wieder, ne? Also wenn ich dann den Mod habe und installiert habe und dann, ja, können wir wahrscheinlich einmal die hier, die wir jetzt kurz einfach upgraden, auf die Schnelle. So, dann werden wir nicht nur 437 steuern können, sondern vielleicht, keine Ahnung, Unlimited oder 2000 maximal oder so ein Zeug. Das will ich dann einstellen. Also Leute, wir sehen uns gleich. So Leute, da wären wir wieder. Gut, Mod ist da. Beweis, ganz einfach, hier. Wir können bis zu 2000 Einheiten führen. Ich glaube, das ist ein guter Startpunkt. Falls die Mächte irgendwann größer werden, mache ich den vielleicht mehr oder weniger, wenn ich merke, das ist doch zu viel oder so, weil ich vielleicht doch mehr allgemein brauche statt so. Aber für den Anfang machen wir erstmal so. Gut, jetzt heißt es natürlich auf dem ersten Wege, bevor wir den Krieg erklären, wir brauchen genug Einheiten. Also alles mitnehmen, was wir sehen, damit die Macht schnell wächst und dann heißt es rein da. Ich glaube, da auch eine gute Möglichkeit oder Strategie wäre sogar, die ganzen Adligen von außen alleine aufschnappen. Weil dann können wir die dadurch dezimieren, haben wir Gefangene und dann sind da weniger in der Verteidigung, falls wir vorher den Krieg erklären sozusagen. So, da nehmen wir alles mit. Ich hoffe, wir haben genug Kohle dafür. Aber ich glaube, es sollte genug sein. Das Gute ist auch, weil hier Vlandia ist, aber leider führen die keinen Krieg mehr. Warte mal, die will ich nicht, die sind wirklich scheiße. Das ist dann Müll, nee. Dann kommen die nicht so schnell hier hin, glaube ich. Also hoffe ich mal.
Aber die patrouillieren schon an der Grenze, müssen wir aufpassen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich schon ein paar von denen angeworben habe, aber das ist auch egal. Ich nehme einfach alle mit. Oh, bei uns ist ein Turnier. Shit. Kostenlos Coins nehme ich gerne mit eigentlich. Jo, das sieht schon besser aus. Also ich finde, die Leute von uns hier, die machen gute Truppen. Also produzieren jedenfalls gute Truppen. Jetzt schnell hier rein, bevor das Turnier weg ist. Das machen wir nämlich mit. Legionärsumhang. 7,9. Oh, ich habe ein bisschen mehr erwartet. Schade. Sieht voll cool aus. Ein Cape. Aber in Real Life ist ein Cape scheiße. Das kann sich immer verheddern. Zu wenig Damage. Oh, schlecht. 5 Schaden. Das muss mir jemand erzählen. Ja, ja, komm her. Mein Pferd hält das aus. Ach, das ist der Bruder. Deswegen hält er so viel aus. Oh, weg, 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 weg. Oh, weg, 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 weg. Dieser Bastard. Junge, wer schießt denn da noch? Ach, der hier. Den holen wir uns. Oh, wir müssen aufpassen. Jetzt holen wir uns den von hinten. Weg mit ihm. Jetzt noch den. Sehr schön, 1 zu 1. Oh Leute, der lebt noch, der wurde nur umgestoßen. Das sah aus, als wenn er tot wäre. Keine Ahnung, wen zuerst, fuck it. Ein nach dem anderen, ganz einfach. Boah, die Turniere sind ein bisschen länger. Und die machen immer nur Schild und Schwert. Weg mit dir. Wer bist du überhaupt? Leichter Astereibogenschütze. Cooler Bart. Nicht schlecht. So, 1v1 gegen einen Fernkämpfer im Nahkampf. Das ist auch geil. Gut. Und wieder das Turnier im eigenen Reich gewonnen. Ohne Schiebung natürlich, ne? Hier wird nichts bezahlt. Ehrenvoller Kampf. So, jetzt rekrutieren wir weiter. Sehr schön. Dann, die Festung ist immer noch voll, ne? Jo, die Festung ist immer noch voll, das ist gut. Verlies, zeig mal her. 180 Gefangene. Ich könnte hier natürlich alle mitnehmen. Aber ich lasse noch, weil ich werde wahrscheinlich kämpfen und Gefangene haben. Deswegen mache ich das jetzt mal nicht, ne. Er hat immer noch die gleiche Aufgabe, das interessiert mich immer noch nicht. Automatischer Safe. Fuck, ich habe nicht kontrolliert. Ja, unser Essen geht wieder runter. Knappheit geht wieder rein. Minus 3, obwohl ich schon das eine sogar pushe. Dann handeln wir mal mit Getreide. Wir haben noch ein bisschen, extra für solche Notfälle. So. Weil ich versuche immer so, dass die Getreide bei 200 Minimum haben. Weil dann passt das richtig gut. Bei Roheisen könnt ihr auch haben. Hartholz könnt ihr noch ein bisschen haben. Perfekt. Und dann tue ich das nochmal in mein Versteck rein. Genau. Ah ja, hier sind diese Kriegsfürsten-Schulterplatten. Die waren so broken eigentlich im Beta. Aber naja, gut. Weiter geht's. Immer weiter Einheiten sammeln. So, jetzt können wir die noch ein bisschen upgraden. Boah, 71. Junge, Junge, Junge. Gefühlt mache ich einfach nur Linksklick. Das ist, glaube ich, das Beste auch gerade. Plus noch 4 anwerben. Ich versuche einfach alle Gefangenen anzuwerben. Lieber im Kampf benutzen, anstatt zu verkaufen, weil ich brauche die. So, mehr kann ich hier nicht anheuern. Dann gehen wir weiter. Einmal einen ganzen Kreis drehen. Wir brauchen mehr Männer. Also ich glaube, wenn wir 700 haben, könnten wir vielleicht versuchen zu fighten, weil ich bin sehr entschlossen, dass wir gewinnen.
What the fuck ist das denn? Ihr habt am 12. Tag im Sommer 1087 Leute gehört, dass die rivalisierenden imperialen Fraktionen einen Geheimpakt schmieden, um ihre Streitkraft im Kampf gegen die Feinde des Imperiums zu vereinen. Fuck. Quest aktiviert. Plan von Istiana? Istiana weiß von dem Aufstieg eures Reiches Targon. Gerüchte zufolge hat Istiana vor, eure Fortschritte zunichte zu machen. Macht euch bereit. Junge, was ist denn los? Verschwörungsstärke 1000. Willst du mir sagen, wenn die Verschwörungsstärke bei 2000 ist, werden alle meine Feinde sein? Ich brauch Freunde. Ich brauche definitiv Verbündete. Okay, das leichteste wäre, Vlandia zu nehmen. Irgendeine Braut davon nehmen und zu verkuppeln, damit ich mit denen Freunde bin. Fucking hell, okay. Das habe ich jetzt nicht erwartet. So viel Zeit habe ich also doch nicht mehr. Dann müssen wir uns beeilen, den ersten Schlag zu setzen. Und ich glaube, wir sollten Kemel von den Dings abziehen. Von der Karawane wegziehen, damit er für uns kämpft. Wobei, wir brauchen immer noch jemanden, der natürlich auch Kohle im Hintergrund scheffelt. Boah, die haben nur einen. Hat jemand alle ausgekauft oder was? Ich kaufe mal ein bisschen Essen wieder mit. Weil ich glaube, die hier haben zu viel Essen sogar. Immer. Ja, 1000. Heilige Mutter. Dann kaufen wir mal ein bisschen ein. Schön viel. Warum? Ganz einfach. Dadurch haben wir die Reserve, die wir brauchen, damit wir dann unser eigenes eigene Stadt, eher gesagt, nicht Dorf, verwechsel es immer, wieder selber natürlich hochhalten können. Ne? So, da ist Kemel. Kemel kommt zurück, der handelt jetzt bei uns und jetzt kommt er in die Richtung, das ist super. Denn ich überlege gerade, ob einmal mit dem zu quatschen ist wichtig. I'm yours to command. Okay. Kommen wir zum Geschäftlichen. Was gibt es von den Märkten zu berichten? Gibt es Dinge? Natürlich gebe ich euch ein paar Tipps. Ich habe gerade mit einigen Händlern gesprochen, die in der Mars Öl zu einem Preis von und in Lageta für 109 weiterverkauft haben. Gut, dass wir immer teuer einkaufen. Scheiß. Ich möchte euch für Dienste, was eure Positionen? Ja, ich würde euch gerne eine neue Aufgabe übertragen. Werde das, vergesst es. Brauche eure Dienste nicht mehr. Wie zum Teufel kann ich ihn da wegziehen? Außer ich sage, er soll zu mir kommen. Momentan nicht zugewiesen. Willst du mich verarschen? Zeug. Habe ich nicht zugewiesen? Doch, hier, Quartiermeister. Einmal weg, einmal rein. Na, komisch. Steht nicht zugewiesen, aber ich bin eigentlich überall automatisch zugewiesen, aber vielleicht brauche ich einfach mehr Leute, die das übernehmen. Ja gut, irgendwie können wir den nicht mehr da rausholen, ist aber auch nicht schlimm. Er war zwar der beste Kämpfer von den Werten her, sehr hoch, aber sonst kann er auch gar nichts anderes. Also es ist auch ein guter Verteidiger für die Karawane. Die stellen sehr schnell Leute hier und her, also wirklich gefühlt schneller als alle anderen. Respekt schon mal dafür. So, das Essen geht wieder plus 2, weil wir ordentlich gebracht haben. Ich bringe jetzt noch mehr. Man darf aber auch nicht zu viel, weil sonst verkaufen die das zu billig und dann kaufen die Leute das wieder weg. Scheiß Handel. So, Fisch können wir jetzt noch ein bisschen abdrücken, aber nur ein bisschen. Bis 200 so. Ja. So ist gut. Für den Anfang. Und dann speichern wir ab. Okay, gut. So, Leute. Und weiter geht's. Und dann haben wir, glaube ich, genug. Da könnten wir den ersten Schlag versetzen. Ja, das sieht gut aus. Weil das Ding ist, unsere Truppen sind auch nicht billig. Wisst ihr, wie ich meine? Die sind nicht die erste Stufe. Klar haben wir viele davon. Muss ja auch sein, weil wir jetzt erst anwerben. Aber wir haben auch viele Late-Game-Units. Und die sollten eigentlich definitiv mehr wert sein als manche von denen. Wir haben hier nur die hier. Oh mein Gott, das ist nice.
Das war ein damaliger. Oh, die sind direkt nebeneinander, ist ja mal geil. Schön die guten Bogenschützen. Oh ja. Die nehme ich gerne mit. Gut. Können wir sehen auch, wie der Fortschritt immer ist? Ja. Ja, ja, wir können das sehen. Oh, fucking hell. Scheiße, jetzt habe ich sogar ein bisschen Druck, muss man sagen. Muss ich mich schneller beweisen. Gut, beeilen wir uns, beeilen wir uns. Jetzt zählt jede Sekunde. Wie viel haben die? 1059 Männer, ey. Boah. Ein bisschen hart. Haben die Krieg oder was? Halt. Diplomatie. Ihr seid dumm. Ihr kämpft gegen Blau. Alter, Garius hat nicht eine Sekunde Pause. Das ist gut. Aber ich glaube, ich weiß, was sie vorhat. Nicht unbedingt vielleicht gegen mich alle, sondern vielleicht eins gegen den anderen ausspielen, dass sie sich einfach schneller zerstören. Und dann dadurch einer alles kontrolliert. Holy shit. Das könnte auch ein Plan sein. Oder wirklich alle gegen mich. Oder eine, die stärksten sind, so wie sie, einfach alle weghauen. Die hat ja auch gesagt, dass sie am meisten, am besten findet bis jetzt. Scheiß die Wand an, ey. Aber sowas von. Tja, Garius, du bist halt der Erste, der am Boden liegen wird. So ist es halt. Falsche Entscheidung getroffen, obwohl du eigentlich ein Kriegsmeister bist, aber gut. Naja, eigentlich hat er auch Pech. Alle waren gegen ihn, aber er hat auch selber Schuld. So, habt ihr irgendwelche Söldner? Gib mir her, Junge. Ich nehme alles, Junge. Wirklich, ich nehme jeden einzigen. Egal, woher die kommen. Söldner, alles Mögliche, rein da. Vielleicht soll ich auch die Clans anheuern. Solche kleinen Clans, die einfach Söldner sind, für mich zu kämpfen. So. Und wehe, die überfallen meine Karawane, ey. Wenn sie nur eine überfallen, ich werde jede von denen überfallen bis zum Ende. Und dann alle ausrotten. Die Rache wird richtig groß sein. Boah, hier sind viele. Nehmen wir auch mit. Der könnte kämpfen, aber Todauge ist irgendwie komisch, der Name. Nehme ich mal nicht. So. Und ab hier gehen wir wieder hoch. Und jetzt haben wir eigentlich genug. Jetzt bin ich zuversichtlich, dass wir gewinnen. Weil ich einfach. Nee, zurück. Nur die hier. Weil ich habe keinen Bock, so viele Pferde zu kaufen. Das ist teurer, als wenn ich die so kaufe. So kosten die 100. Keine Ahnung, 61 pro Stück. Sofort schon ausgebildet. Und dort muss ich erstmal. Die Einheit kaufen kostet was. Die Pferde kaufen, die sind immer teuer, weil das Streithäuser sind oder Pferde. Trotzdem über 161. Und dann noch aufsteigen. Nee. Das ist zu viel. So. 723. Alter. Viele Upgrades. Jetzt können wir wieder ein paar Bogenschützen nochmal machen. Wie viele haben wir denn überhaupt Bogenschützen? 50-50. Okay. Das ist in Ordnung. Das Gute ist, da ich ja so gut in. Als Medizin jetzt voll habe, werden nicht so viele Verletzte oder Tote, Verletzte sage ich schon, Tote geben. Mehr Verletzte. Und das ist auch ein Vorteil für uns. Dadurch müssen wir nicht so lange brauchen, die Macht wieder neu zu machen. Und je länger sie leben, desto schneller kommen sie voran. Und. Ach, meine Güte. Nee, ich glaube, diesmal mache ich den nicht. Ich habe schon genug, diese Dinger. Haben wir genug. Da mache ich lieber das hier weiter. Sonst doppelt gemoppelt hier. Okay. Boah, ich bin echt gespannt, ob ich das schaffe. Das ist gerade sogar sehr gelegen. Ich hoffe, sie ist gut. Nicht, dass es so eine richtige. Ja, giftige ist, dann ist nicht gut. Also Alice. Oder Elise. So, wer ist denn das überhaupt? Wissen wir nicht. Aber es ist von dem Clan. Mit dem König.
Das ist die hier. Die ist 30 Jahre alt, eine Lady. Aus Sargot. Wo ist Sargot? Gar nicht so weit. Verbinden wir uns mit dem... mit Detert? Das ist die Frage. Wir brauchen erstmal jemanden. Ist scheißegal, was danach passiert. Ich kann ihn trotzdem auch hintergehen. Oder nicht hintergehen, später wegmachen. Weil ich traue dem auch nicht. Der ist ein Söldner hin und... also wirklich 100% reiner Söldner. Der zögert auch nicht, wenn es sein muss. Plus, der hat mich schon umkreist. Das ist, lebt sich nicht so schön, wenn man die ganze Zeit die Einheiten von dem Gegner sieht. Boah. Da weiß ich ja nicht. Elise, 30 Jahre alt. Wie alt ist denn schon Nugant, ist die Frage. Falscher? Clan. Hier sehen wir das nicht. Verdammt nochmal. Der ist ja auch nicht. Okay, da müssen wir mit N. Haupt. Königreiche. Da sind wir. Vlandischen Kriegsherren. Ah, ich wünsche, ich hätte Sturgia am Anfang genommen, nicht Vlandia, aber egal. Nugant ist jetzt 28, ich bin 25, der ist schon 14, sie ist 17. Oh, noch ein Jahr, dann ist sie volljährig, dann kann sie mitkämpfen. Holy shit, dann geht's los. Da haben wir nochmal einen dritten perfekten Krieger. Die nächste Stadt gehört also ihr, 100%. So, weiter, weiter, weiter. Ich hoffe, die Stadt hungert nicht. Nahrungsfreude 92 plus 5. Wehe, das ändert sich. So, Richtung 800 haben wir jetzt. Truppen. Boah, hier ist echt die beste Möglichkeit. Ich glaube, ich sollte sogar gefühlt nur im Kreis rennen. Einmal kurz warten, ist sogar schneller, als wenn ich die ganze Ecke abrenne. 100%. Elite-Pekiniere, ich nehme alles mit, wie gesagt. Handeln. Wie viel Essen habt ihr noch übrig? Getreide schon wenig. Gut, Getreide nachstocken. Zack. Fisch noch ein bisschen. Boah, machen wir so 210. Das soll erstmal reichen. Jo, Nahrung ist ordentlich hochgegangen. Das gefällt mir. Gut, hungern tun wir also nicht. Das ist perfekt. Und unser Wohlstand geht immer schön höher und höher. Ey, das ist geil. So. Und dann gehen wir gleich nach Sargot. Ich glaube, ja. Oh, eine 30-Jährige. Ich muss die halt sehen. Vielleicht ist sie wirklich perfekt. Von den Werten her. Für den... nur ganz, das bin ja nicht ich, sondern er. Da haben wir schon mal eine Verkupplung. Weil dann wird sie hier leben. Weil das Geile ist nämlich, der heiratet, der zu dem geht, das in den Clan. Das ist, der Mann bleibt, aber die Frau geht dahin. Genau. Dass man holt sich sozusagen eine weitere Person als Familie, was nicht als extra Companion zählt. Jetzt hast du so ein bisschen kleine Trickserei möglich. Gut. Dann, Sargot, auf geht's. Das machen wir noch in dem Part. Ab und ist verschwunden. GG. Ach, egal, wir reiten trotzdem noch dahin. Ich will mir das mal angucken. Wir müssen mehr die Fürsten und Fürstinnen kennenlernen. Dass, wenn so eine Scheiße ankommt mit Angebot, dass wir wissen, wer das wirklich ist, weil wir haben nicht mal ein Bild oder so. Hier sind Verstecke. Okay, hier ist nicht so viel Sicherheit. Ich merke schon. So, da wären wir in Sargot. Also, zur Festung. Die ist das. Hey, wieso stand da 30 eigentlich? Irgendwas stimmt hier nicht. Was? Ach, Verhältnis 30, mein Fehler. Gut, reden wir mit ihr. Was steht da? Der Wolte von Turwald. Peace to you, Stranger. What is your name? What is your name? Ich brauche keine Hilfe von Freunden, ich arbeite nur mit Fürsten des Reichs und treuen Händlern zusammen. Okay. Dann wollen wir mal gucken.
Lehen, Gefangene, Gegenstände, das, Denare. Aha, okay. So, das war nicht der Plan. Das heißt, wenn ich da irgendwas machen will, was nicht mit mir zu tun hat, privat, muss ich sozusagen einen davon ansprechen, oder was? Genau. Das ist die einzige Tochter in seiner Familie. Das heißt, wenn man wirklich ihn als Partner, Superpartner haben will, muss man sie nehmen. Aha. Okay, das ist ja nicht so schöne Aussichten. Also gut. Dann würde ich sagen, machen wir hier Schluss. Das war jetzt nicht so beheiternd. Ich dachte, jetzt könnten wir richtig perfekt Bündnis schmieden. Aber da, ja, naja. Nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Sagen wir es mal so in den Worten, ne? Aber gut, Leute. Im nächsten Fight, Junge. Boah, jetzt gibt schon die Zunge auf. Im nächsten Part geht's auf jeden Fall richtig ab. Also dann 100 Pro. Jetzt haben wir aufgestockt, alles erklärt, alles aufgefrischt mit dem Part, was alles passiert ist offline und während der Aufnahme. Und dann greifen wir das schöne Städtchen hier an. Und hoffentlich besiegen wir das. Dann haben wir nämlich eine Stadt plus 3 Dörfer. Und dann sollten wir genug Essen automatisch haben und ein Handelnetzwerk zwischen den beiden. Und wenn es gut vorangeht, könnten wir sogar noch das hier unten einnehmen. Was aber gefährlich ist, denn wir sind dann zwischen den beiden gefangen, sogar dreien. Weil dann müssen wir an der Stellung hier verteidigen. Und dann noch hier unten zu der Stellung verteidigen. Wird ein bisschen schwer, an so vielen Fronten zu kämpfen, weil das hier ist das Ekligste. Weil es ist immer so ein Dreieck, egal wo ich hingucke. Hier kann er ablenken und hier kann er zu zweit angreifen. Oder da zu zweit und hier ablenken. Oder sogar alle drei gleichzeitig und dann ist es alles weg. Boah, wird schwer. Aber ich glaube, wir schaffen das. Also Leute, seid gespannt. Schaltet den nächsten Part wieder ein und bis zum nächsten Mal.